Hallo ihr Lieben, ich bin's, Matthias von der Buchstabenbande und ich habe euch heute wieder ein wunderbares Buch zum Vorlesen mitgebracht. Das Problem ist nur, da steht drauf, bloß nicht öffnen. Aber wie soll ich euch vorlesen, wenn ich das Buch nicht aufmachen darf? Ich könnte mal versuchen, nur so reinzuspinsen, aber dann kann ich den ganzen Text nicht lesen. Könnt ihr mal schauen, was hinten drauf steht. Ich lese es euch einfach mal vor. Dieses Buch solltest du lieber nicht öffnen. Ja, steht ja schon vorne drauf. Warum? Weil Waschbär und seine Freunde jede Gelegenheit nutzen, um aus dem Zoo auszubüchsen. Und dann heißt es für dich nichts wie hinterher. Suchen, tippen, rubbeln, schieben. Hier haben kleine Tierfreunde alle Hände voll zu tun. Ich würde mal sagen, wenn ihr mir helft, Waschbär und seine Freunde wieder einzufangen, dann versuche ich es doch und mache das Buch einfach mal auf. Was meint ihr? Bloß nicht öffnen. Nein, du hast das Buch ja doch geöffnet. Jetzt bloß nicht bewegen. Wenn dich die Tiere entdecken, rennen sie alle weg. Oh oh, oh nein, du hast dich bewegt. Die Tiere springen davon. Tipp ihnen auf die Popos, damit sie stehen bleiben. Puh, das war knapp. Doch eins der Tiere war flinker als du und versteckt sich in der Hütte. Ah, da rennt der Waschbär in die Hütte. Der wird sein. Schnell umblättern und nichts wie hinterher. Oh oh, das ist dunkel hier drin. Da sieht man ja gar nichts. Drück auf den Schalter und mach das Licht an. Erwischt. Aber was machen die denn da? Wollen sie sich etwa verkleiden? Halte die Farbtöpfe zu, dann können sie nicht weitermalen. Da ist einer da, da. Wie soll man denn so viele Farbtöpfe mit nur zwei Händen zuhalten? Schwierig, schwierig. Die fünf waren schneller als du. Schau genau hin. Die Ausreißer haben sich ziemlich gut versteckt. Finde alle und rubbel ihnen die Farbe aus dem Fell. Dann haben wir einmal das Tapir. Das versteckt sich hier vor dem Busch. Da rubbel ich mal. Der Bär hat sich himmelblau angemalt. Der Waschbär schokoladenbraun wie die Baumrinde. Das Zebra Feuerwehrauto rot wie der Zaun. Und den gibt es noch, den Pinguin, der hier gelb vor dem Briefkasten steht. Und da kommt mich mein Hund besuchen, der hört nämlich auch ganz gerne zu, wenn ich vorlese. Na Happy? Ich da auch mal gucken. Happy. Happy interessiert sich für die anderen Bücher. Die lesen ja gleich auch noch vor. Jetzt lass mich mal in Ruhe, ich muss weiter vorlesen. Auweia, da hast du wohl zu doll gerubbelt. Jetzt sind die Tiere ganz schön grummelig. Vielleicht kannst du ihnen helfen. Dreh das Buch auf den Kopf und schüttle es, damit die Farbe wieder auf die Tiere rieselt. Oh, schüttel, schüttel, schüttel. So, dann drehen wir mal um. Ups, man sieht ja gar nichts mehr. Alles voller Farbe. Hol tief Luft und puste alle Farbe weg. Hoppla, die Tiere sind viel bunter als vorher. Tauche deine Nase in den schwarzen Farbtopf und male die Tiere wieder richtig an. Aber sei vorsichtig, die fünf sind kitzlig. Meine Nase in den Eimer und male damit die Tiere an. Das geht gar nicht, wenn man eine Mütze aufhat. So. Okay. Das war lustig. Nun sehen die Tiere endlich wieder so aus, wie sie wirklich aussehen. Mhm. Alle wieder schwarz-weiß, ne? Klatsch in die Hände und zeig ihnen, dass du dich mit ihnen freust. Yay! Und jetzt zurück in den Zoo. Hopp, hopp. Schieb die Tiere wieder in ihr Gehege. Wieder zurück. Bravo, du hast es geschafft. Alle Tiere sind wieder zu Hause. Jetzt nur noch die Tür abschließen. Steck deinen Finger ins Schloss und dreh ihn um. Klick. Aber ist die Tür auch wirklich zu? Schau lieber nochmal nach. Aber da steht ja bloß nicht öffnen. Wahrscheinlich geht's wieder. Nein, von vorne los. Das mache ich jetzt aber nicht. Das könnt ihr einfach machen, indem ihr euch das Video nochmal anschaut.
Ich hoffe, euch hat bloß nicht öffnen, geschrieben und gezeichnet von Ralf Butschko genauso gut gefallen wie mir. Wenn das so ist, dann lasst uns doch einfach einen Daumen nach oben da. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.